Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon in der Smaragd-Edition. Wir befinden uns hier auf der Route 119 auf dem Weg nach Baumhausen City. Immer noch in unserer Pflanzenmonolocke. Beim letzten Mal hat sich Erle, unser Starter-Pokémon, zu einem Gewaldro weiterentwickelt. Und wir sind halt kurz davor, Lilia das C-Lab auf Level 36 zu bringen, damit es halt Antikraft kann. Was halt fürs die nächste Arena vielleicht nicht so schlecht wäre, denn das ist immerhin die Flugarena. Das große auf unserer Liste. Dann haben wir eine Weile Ruhe. Bis zu den Top 4. Dann haben wir eine Eistrainerin da. Okay, da ist nichts. Hier was. Nicht mal, was wollte gerade sagen. Also hier liegt doch zumindest was versteckt. Als andere hätte mich sehr gewundert. Hopp, hopp, hopp. Immer im Galopp. So, weiter geht's im Text. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir wollten Lilia auf Level 36 bringen. Da sollte uns diese Trainerin genau richtig kommen. Gucken, was sie hat. Hat sie nicht in Duflo? Begut. Ja, das sollten wir hinkriegen. Schmeißen wir einen Konfustrahl drauf. Falls irgendwas passiert, haben wir immer noch die Verwirrung als Bonus. Na komm, hau dich selbst. Gott sei Dank hat das nicht getroffen. Du schmeißt ihn jetzt mit Felsen. Mein Kürbis richtig mit Felsen bewerfen. Ich hätte lieber die Stachelspore als das Schlafpuder genommen, bin ich ehrlich. Duflo sind als Gegner mal so ätzend. Gut, dass wir noch genug Bären haben. Wow, diese Verwirrung hat ja verdammt lang gehalten. Moment, Duflo, wir zeigen dir mal kurz, wie das mit einer richtigen Giftattacke aussieht. Moment. Moment. Bitteschön. So sieht eine richtige Giftattacke aus. Ist mir egal, ob du die Verteidigung senkst. Wir kommen da durch. Wir machen dich trotzdem fertig. Es sei natürlich, du gibst ganz feige eine Top-Genesung. Und das war unsere letzte Säure. Oder unsere letzte Maschbombe vielmehr. Ja, auf zur Geheimpower. Gut, dann fressen wir eben die Paralyse. Kein Ding. Kein Ding, machen wir. Natürlich sind wir gleich sofort paralysiert. Währenddessen hat sich dieses Duflo nicht einmal selber gehauen. Gerechtigkeit sieht anders aus. Hey, ich wollte doch ein Level up. Dann machen wir das Fossil jetzt auch noch fertig. Oder auch nicht. Gut, dann gehen wir eben noch einen Trank. Ist kein Ding. Haben wir noch. Was tut man nicht alles für eine Antikraft? Okay, selbst wenn das ein Volltreffer ist, überleben wir das. Hoffentlich. Wäre jetzt peinlich, wenn es besiegt worden wäre durch einen Volltreffer. So. Es ist ja Anmessie. Irgendwie meinte ich, es wäre Antikraft. Auf welchem Level ist denn ist denn Antikraft dann? Ich bin verwirrt. Moment, das haben wir sofort. Das werde ich jetzt auf der Stelle nachgucken. Ich war mir absolut sicher,
dass es auf Level 36 Antikraft lernt. Ich wurde um meine Antikraft betrogen. Lernt es die jetzt einfach noch später? Wahrscheinlich erst nach der Entwicklung, wa? Schreibt mein Lilip schreibt mit einem L. Also halt zweimal mit einem L. Ist halt ja zwei L's. Es lernt. Uff. Ja, da habe ich wohl kurz was verwechselt. Ist ja jetzt auf 43. Moment, wann lernt Willi die denn dann? Auf Level 40 entwickelt sich dann doch schon. Uff, das ist aber spät. Mal sehen, Willi. Gut. Ich habe gerade herausgefunden, dass unsere kleine Lilie noch länger eine kleine Lilie bleibt. Wenn es erst auf 43 Antikraft lernt und als entwickeltes Pokémon halt erst auf Level 48. Ist halt schon ein kleiner Unterschied. Ey, guck mich gefälligst an, wenn ich mit dir rede. Gut, wir werden noch länger in Lilip haben. Ein Kappels. Ach, wie es sich freut, voll süß. Ja, die Frage ist, wie greifen wir es jetzt an? Finch ist uneffektiv darauf. Oder? Finden wir nie heraus. Wir wechseln gleich auf unser eigenes Kappels. Zwiebel. Schau deinem Ebenbild ins Gesicht und mach's fertig. Kappels ist doppelt schwach gegen Flugattacken. Ja, das dachte ich mir. Tja. So viel zu unserer Antikraft für die Arena. Das hat sich erledigt. Aber wir können Lotus hier einsetzen. Profitieren wir vom Regen. Moment, bevor ich da reingehe, schmeiße ich mir einen Schutz drauf. Das da ist ein Vogeltyp. Eine Schirmlady, eine Schirmdame und ein Vogeltrainer. Bald mal ein Pokémon. Kümmern wir uns zuerst um das Schwalboss. Der Surfer sollte gut Schaden machen. Vielleicht nicht auf Voldini, aber auf Schwalboss doch bestimmt. Au. Natürlich treffen wir nicht. Keine Sorge, Voldini. Wir machen euch beide gleich richtig nass. Doch, das macht gut Schaden im Regen. So. Au. Oh, das war ja süß. Was macht man mit Shit? Man spült es weg. Ach, es ist ärgerlich. Naja. Wenn wir leider mit leben müssen. Item. Oh, warum kann man Dombrero nicht mit einem Blattstein entwickeln? Das wäre so cool. Dann könnten wir Kapaloris haben. Aber nö. Man kann wohl nicht alles haben, wa? Naja, zwei. Also diese Schneckbug, ne? Das wird dich gleich richtig freuen. Natürlich treffen wir mit unserer Felsgrab beim ersten Mal nicht. Das war doch bis jetzt immer so. Was reg ich mich darüber überhaupt noch auf?
noch einen Volltreffer. Also dieser Schneckmark ist gerade so oft besiegt worden. Na komm, was haben wir als nächstes? Ein Kamaup. Ja gut, Kamaup ist doppelt schwach gegen Wasserattacken, möchte ich nur mal anmerken. Ich hoffe, wir sind schneller als das Smogon. Smogon ist ja nicht so schnell. Aber halt, ich will es besiegen, bevor es sich in die Luft jagt. Tada! Und ein Level-Up für Lotus. Tja, die haben wir mal richtig auseinandergenommen. Die sind einfach weggespült worden. Na, wir mal dran. Müsste reichen. So halt, wir sind ja im Gegensatz zu diesen Trainern ein bisschen höher gelevelt. Natürlich trifft er wieder sofort mit seinem Superschall. Was habt ihr denn gedacht, dass der Superschall mal daneben geht? Können wir mal bitte anmerken, dass der Gegner bis jetzt eine fast perfekte Genauigkeit mit Superschall hat? Gropius. Also wenn wir das mit einer Eisattacke treffen, ist das erledigt. Außerdem kann es keine Flugattacke, das wissen wir ganz genau, weil das Fanglevel von unserem Tropius ist. Und wir wissen, unser Tropius hat keine Flugattacke gehabt, als wir es gefangen haben. Also hat dieses Tropius auch keine Flugattacke. So, gegen Team Aqua. Setzen wir Goldnessel ein. Das bringt ein paar EP. Wenigstens kann man sich hier vorher ausruhen. Guten Tag. Wir nehmen sie natürlich alle mit, ist ja wohl klar. Habt ihr aber gedacht, wir lassen einfach den aus? So einfach ist das nicht. Goldnessel möchte so schnell wie möglich Nietenwanke lernen. Wow. Also, so eine starke Attacke ist Absorber eigentlich auch wieder nicht. Das zeigt mal, was für eine miese Verteidigung Kanivana hat. Es gibt bestimmt Wasser-Pokémon, die nicht allzu tanky sind, die das überstanden hätten. Hallo Zubat. Hallo Nemesis. Meine Güte, Nessel. Was hast du denn bitte für einen Angriff oder für einen Spitzangriff vielmehr, wenn du hier einfach alles klein haust? Dieses Zubat war ja gar kein Problem für dich. Ich meine, jetzt haben wir halt auch noch hier Lilie, was wir gegen Zubat einsetzen können. Fliegeschlag ist gegen Lilie neutral. Au. Ich glaube, wir haben eine ziemlich schlechte Verteidigung, kann das sein? Wir wechseln. Es wird Zeit, diesen Pfiffchen ein paar Manieren einzuprügeln. Okay, ciao, ich gehe wieder. Hab's mir überlegt. So. Na
Naja, hat Goldnessel immer noch Level Up. Und wir müssen die Entwicklung gleich aufhalten. Goldnessel hat kein Ewigstein drauf. Nein, Goldnessel, du darfst dich nicht entwickeln. Du musst dich noch ein paar Level beruhigen. Halt so, 3, um genau zu sein. In 3 Leveln kannst du dich entwickeln, hast du nie mehr angekommen. Dann kannst du dich alles kurz und klein hauen. Ist mir kackegal, was du da machst. By the way, was hast du eigentlich jetzt für einen Spitzangriff? 80. Du bist mal eben unser zweitbester Angreifer auf der speziellen Seite. Wer hätte das gedacht? Und auf der physischen Seite? Ich weiß, du kannst nicht physisch, das ist aber 70. Ja, 70 ist jetzt auch nicht so schlecht. Und es hat halt noch eine Entwicklung. Kommt ihr noch dazu? Ein Doppelkämpfchen, ich sehe schon. Guten Tag. Dann stürzen wir uns mal gleich ins Abenteuer und gucken wir uns mal an, was die beiden haben. Pfiffchen und Zubat. Das Übliche. Also ein Fend darauf und dann setzen wir Surfer ein. Dann spielen wir die ganz einfach weg. Wow. Ich glaube, da merkt man der Spätsangriff-Investment, was wir für Flavia investiert haben. So, halt, Lotus ist ziemlich robust und kann speziell ziemlich gut zuhauen. Wir haben so ziemlich alles investiert, was wir investieren konnten. So, halt, da hatten wir noch keine Bären, die wir auch halt nehmen konnten. Aber jetzt haben wir Bären. Also rein theoretisch könnten wir Angriffspunkte senken und KP-Werte senken und die auf die Werte weiterverteilen. Oh, das ist ein Knirscher. Wow. Wer hätte das gedacht? Ich jedenfalls nicht. Oh hey, wenn der Kampf dagegen Brix im Regen ist, wird das ja easy für uns. Können wir seinen Jungkult einfach one-shotten? Gott, das müsste möglich sein. So, Surfer hat einen guten Angriff, wird er noch weiter verstärkt. Ich glaube, das ist gut möglich. Gut, ich wäre sehr beleidigt gewesen, wenn das Pfiffchen jetzt wieder Angeberei angesetzt hätte. Hätte ich doof gefunden, bin ich ganz ehrlich. Dagegen setzen wir die Affinte ein. Hat beim letzten Mal gut funktioniert. Vielleicht haben wir Glück, es funktioniert wieder gut. Ach gut, dass Zubat keine gute Verteidigung hat. Easy. Und zu guter Letzt gibt es auch einen Kannibaner oben drauf. Tada! So, auf zur großen Tante hier. Hahaha, du willst dich allen Ernstes in die Angelegenheit von Team Aqua einmischen. Ich wollte gerade fast Magma sagen. Dann bist du entweder furchtlos oder einfach dumm. Oder beides? Du bist ja so niedlich. Einfach widerlich. Ich mach dich fertig, du Baby. Das nimmt sie zurück. Zeigen wir ihr mal, wer hier das wirkliche Baby ist. Weißt du was? Wir gönnen uns. Versuch uns darauf zu halten.
Ja, und das machen wir gleich nochmal. Tu doch was, um uns aufzuhalten. So, machen wir es fertig. Das wäre jetzt richtig scary gewesen, wenn dieses Kanivana wieder Knirscher eingesetzt hätte und das Volltreffer gewesen wäre. Das wäre scary gewesen. Kann Magna einen Bodycheck? Ich weiß nicht, ob es auf dem Level schon Bodycheck kann. Oh. Naja gut, ich meine, wir haben uns den Spätangriff erhöht, nicht den normalen Angriff, da geht das schon. Selbst wenn wir uns selbst hauen, tauschen gleich einfach. So, halt Absorber, es ist halt nicht die stärkste Attacke, deswegen haben wir es jetzt halt nicht gewonshottet, ne? Zwiebel, dein Einsatz. Das ist Magnaien, das ganz gerne verprügelt werden möchte. Hada. Du bist einfach widerlich. Stark. Ja, widerlich bin ich auch. Zumindest zu dir, weil ich dich nicht mag. Du hast mich Baby genannt. Es ist schon schlimm genug, sich ständig mit die Magma auseinandersetzen zu müssen und jetzt kommst du noch daher. Warum musst du deine spitze Nase in Dinge stecken, die dich nichts angehen? Wir haben hier eine Krisensituation. Eine Gruppe von Team Magma ist gerade am Klimainstitut vorbeigelaufen. Sie ist wohl auf dem Weg zum Pyroberg. Was? Dann lasst uns von hier verschwinden. Und zwar schnell. Wir müssen so schnell wie möglich zum Pyroberg. Team Magma, mach dich auf was gefasst. Danke, vielen Dank. Wir sind für in Sicherheit. Es ist vielleicht eine seltsame Art, Danke zu sagen, aber dieses Pokémon ist für dich. Ein Formeo. Kein Spitzname für dich. Und weg mit dir. Dieses Pokémon ändert seine Gestalt abhängig vom jeweiligen Wetter. Hier im Institut gibt es sehr viele davon. Du kannst es ruhig annehmen. Ja, leider kann Formeo nicht den Pflanzentyp annehmen. Ich meine halt, in Kombination mit Sonntag könnte es zum Beispiel zum Feuertyp werden. Von daher könnte man es vielleicht für eine Monolocke nehmen, wenn man Feuer noch spielt. Oder halt eine Eismonolocke oder eine Bodenmonolocke. Halt, je nachdem, ne? Aber halt, im Hagelsturm nimmt es keine andere Form an. Lotus. Du bist dran. Da unten gibt es noch den Blattstein, den können wir auch noch eben holen. Falls wir mal auf die dumme Idee kommen, entweder Efeu oder Ahornblatt entwickeln zu wollen. Hier falsch. Da gibt's den. Mein Fehler. Wie gesagt, schade, dass es nicht der Wasserstein ist oder dass man Lambrero nicht mit einem Blattstein entwickeln kann. Wäre halt mega. Wir laufen schon mit so vielen Pokémon rum, die sich noch nicht weiterentwickeln können. Das halbe Team muss doch warten. Hi. Sneffi, schaust du dich also auch nach Pokémon um? Zeig mir, wie gut du geworden bist. Ich werde dich jetzt testen. Nun, das ist ein Kampf, also kämpfen wir. Ich habe mir das an Philippa hat. Aber damit sollten wir klarkommen. Also es könnte halt maximal Flügelschlag. Ha, es hat mal nicht getroffen. Schreibt es auf. Es wird das letzte Mal sein, dass wir es sehen wahrscheinlich. Also, so wie ich das Spiel kenne. Es kann zwei Attacken, das wissen wir schon. Tschutschul und Superschall. Scheint nicht, als wenn es irgendwie eine Flugattacke hätte, sonst würde es die einsetzen. Du weißt nicht, es kann drei statusverändernde Attacken.
und es ist besiegt. Spiegel ist weg. Ich wollte gerade sagen, das müsste eigentlich one-shotten. Hätt's das überstanden, hätte mich das doch arg gewundert. Spiegelkampf! Au. Tja, also ich glaube, mit unserem Eisstrahl sind wir ein bisschen besser ausgerüstet als Lombrero. Also das Lombrero vorne. Aber das Lombrero hat hier, ne, das ist schneller im Regen. Das hat die andere Fähigkeit. Die, dessen Name mir gerade entfallen ist. Aber gut, du sollst vor uns angreifen. Wassertempo. So heißt die Fähigkeit. Glaube ich. Kein Ding. Ah, du bist verdammt gut geworden. Ich sage, du bist so gut, dass du überall nach Pokémon suchen kannst. Hier, das ist für dich. Probier es aus. Die Flug-VM. Setze es ein, deine Pokémon fliegen dich sofort an jeden Ort, an dem du schon mal warst. Aber du brauchst den Orden der Arena von Baumhausen City dafür. Nun ja, ich muss jetzt weiter. Bis bald. Mach weiter, so Sefi. Ich bin gerade einem Trainer begegnet, der auf einem Fahrrad fuhr. Du hast den Trainer besiegt, stimmt's? Das war ihn anzumerken. Das Kind war richtig wütend und sein Gesicht war rot vor Zorn. Er war innerlich gebrochen. Wir laufen uns wirklich oft über den Weg. Gehst du jetzt zur Arena in Baumhausen City? Ich erwartete, dass du dich dort besonders anstrengst. Mach's gut. Ja, wir werden uns da auch besonders anstrengen müssen. Das war das Ding. Naja, wenigstens können wir den Flugtypen da im Einzelkampf kaputt machen, nicht im Doppel. Das ist nur ein Rocker. Na dann! Die sehen nämlich genauso aus wie die Flugtypen. Deswegen war ich da gerade ein bisschen vorsichtig. Sollte ein Sort ganz gut EP gegeben. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach, das gibt weniger. Nehme ich ihn aber auch mit rein. Der ist bestimmt schon voll durchnässt, weil er die ganze Zeit hinter seinem Bäumchen da steht. Tja, ich hätte Banane mal gleich Fliegen beibringen sollen, was? Na dann. Ich hätte jetzt gerne schon Aeroass. Das wäre geil. Ich meine halt, notfalls können wir es mit Zauberblatt angreifen. Das trifft immer. Nur leider ist Ninjas dagegen doppelt resistent. Also wird das wohl nicht allzu viel Schaden machen. Aber es ist immer noch besser, als es gar nicht mehr zu treffen. Okay, das hat sich erledigt. Tada! Aber er hatte auch nur das eine. Ja gut, der sollte ja eigentlich hier im Doppelkampf kämpfen, ne? Ach ja, ist das Pekion. Lass mir Banane mal oben. Also die Bären da oben sehen auch ein bisschen zweideutig aus, ne? Eins, Mogon. Ich hoffe, es kann kein Finale mehr. Das wäre arg blöd, wenn das Finale könnte.
Flamme macht nicht so viel Schaden. Wir haben jetzt halt nichts Wirkliches, um mit denen so fertig zu werden. So halt, das Einzige, was auf Smogon effektiv ist, ist halt Psycho. Und keins unserer Pokémon kann eine Psycho-Attacke. Goldnessels Kraftreserve-Typ ist Psycho. Aber das war's halt auch schon. Spitz weg. Oder wir lassen das bleiben. Mal gucken. So, ich meine, wir können noch Goldnessel dagegen einsetzen. Goldnessel finden, das würde auch mal treffen. Aber halt, Goldnessel hält jetzt nicht allzu viel aus. Wenn wir halt da in den Finale einswitchen, mega unglücklich. Dann noch wieder so. So, da haben wir Grabbeere. Da haben wir schon richtig viele von denen, ne? Es kommt langsam zusammen. So. Einmal kurz heilen gehen. Mensch, dann haben wir wenigstens schon den Trip nach Baumhausen City geschafft. Dann werden wir uns beim nächsten Mal, wo Wiebke vorknüpfen war. Oder Wiebke knöpft sich uns vor. Das könnte halt auch passieren. Gut, also für mich wird es jetzt Zeit, ein paar Kalkulationen zu machen. Wir wollen Wiebke ja auch besiegen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht's in die Arena von Baumhausen City. Und ja, wie gesagt, da müssen wir uns schon Wiebke stellen. Das könnte ziemlich spannend werden. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal und ciao.